Hallo und herzlich willkommen bei Assassin's Creed Valhalla hier auf meinem Kanal Virtual Studios. Wir haben ja die Soma-Quest-Reihe gestartet und sollen jetzt hier noch die Leutchen befragen. Das Lied von Soma. Und müssen entscheiden dann, nachdem wir sie befragt haben, wer der Verräter ist. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier rüber, deswegen bleibt mal dran. So, da sind wir auch schon. Ach ja, wer sich fragt, woher ich dieses schöne Set habe, übrigens. Das war Dutchtorps. Ne, es war ein Bären-Outfit. Aber es hat wesentlich bessere Werte gehabt als meins. Naja, was heißt wesentlich? Aber ist besser auf jeden Fall als das, was ich bis jetzt besitze. Und mein Graben-Set. Aber gut. So. Da ist der Erste. Er darf nicht weiter Gift und Galle speien. Bist du hier durch einen Sturm gesegelt? Eivor, ein schöner Tag hier draußen, oder? Was geht ab? Soma sagte, ich würde dich hier finden, Leaf. Wie lautet dein Plan? Wir befreien die Welt von einem Priester, der den Aldermann preist und den Zehnten in Wiegmunds Taschen umleitet. Der Plan lautet, wir schleichen uns hinein, weiden den Priester aus und kehren zu Soma zurück. Wiegmund wird schäumen vor Wut. Was muss man mitbringen, um Schiffbaumeister zu werden? Geduld und Liebe. Ich kenne jedes unserer Schiffe, wie Eltern ihr Kind kennen. Aber um Schiffe zu bauen, braucht man auch Silber. Für hartes Holz, haltbare Stoffe und teure Farben. Das Gelb, das ich benutze, das kommt von sehr weit her. Ein stolzer Preis für einen fröhlichen Anstrich. Vermutlich wurden meine Farben deshalb vor ein paar Wochen gestohlen. Verdammte Diebe. Eine gute Unterhaltung, Leaf. Kümmern wir uns jetzt um Wiegmunds Mann. Richtig, richtig. Wiegmunds Bursche verdient eine Belohnung. Meine Krieger werden die Sachsen am Tor ablenken. Wir beide werden den Priester suchen. Okidoki. Deswegen gibt es natürlich auch noch schön Gold. Hey! Was für Glocke läuten? Oh. Die sind auch schon drin, ne? Ah, ist auf die altmodische Tour. Das gefällt mir schon viel besser. Nicht immer dieses Herumgeschleiche. Ja, ne? Wir können ja nichts. Oh nee, das müssen wir verhindern. Komm hoch hier. Den hier. Genau, kümmere dich mal mit hier um den. Da ist ein Arm geflogen. Habt ihr das gesehen? Die auch zerstören? Nee, ne? Ich denke, brauche ich nicht untersuchen.
Ah, noch welche. Rumeiern. Da. Läuft doch. Sitzt der dumme Priester. Gucken wir erstmal hier rein. Oh, da ist ja noch einer. Proviante schon wieder voll. Alles mitnehmen, was geht. Muss die Türen aufmachen. Richtig radikal hier. Oh, hier geht's auch noch irgendwo hin. Jetzt? Brauche ich was, um das kaputt zu schießen? Wer weiter versaufen kann wie ich, soll es beweisen! Ein Säufer. Jetzt nicht, wir sind mitten in der Arbeit. Ein paar Pfeile können wir mal mitnehmen. So. War man hier schon drin? Nee, ne? Silber können wir mal gebrauchen. Ja, leider auch kein Sprengstoff, um da runterzukommen. Kann ich das anzünden? Ja, ich weiß, dass der da oben ist. Auch nicht. Das habe ich gesucht. Kann ich hier hin ablegen? Anscheinend gar nicht. An die Steuerung muss ich mich echt noch gewinnen. So, weg damit. Okay, so kommen wir nicht weiter. Dann drin da, solange wir noch können. Ist jetzt. Diesen Wachen entgeht nichts. Zeichen so ein Pfeil. Kann ich damit drauf schießen? Wo ist er denn? Nö, anscheinend nicht. Sigmunds Priester ist in der Kirche. Oh, dich da noch. Easy peasy, würde ich mal behaupten. Ah, guck mal, hier sind die hochgekommen. Okay. Der Herr wird uns den Sieg bringen.
Kopf weg, würde ich mal behaupten. Erstmal Ruhe, Junge. Komm hoch, alter Mann. Sie gefällt und wie schwere Steine sie bewegt haben müssen. Das ist ein Kunstwerk. Wechselst du gleich den Glauben, Leaf? Soll ich dir vielleicht ein kleines Kreuz mitnehmen? Nein, niemals. Darf sich ein Handwerker nicht über... Hand. Die Lügen dieses Priesters werden den Schier nicht mehr vergiften. Wir sollten gehen. Das war easy going. Und gleichzeitig noch ein Buch des Wissens. Fähigkeit, Brandpulverfalle. Aussprechen eure Unterstützung muss ich geben, Schüler. Also bitte reden Sie weiter mit mir von Gefahr. So, gucken wir mal Fähigkeiten hier. Binde einen Beutel mit flüssigem Pulver im Feuer, sodass er. Ja, mit damit können wir eventuell das Ding aufschließen. Da ist noch ein Schlüssel. Bestimmt hierfür. Gucken. Hat sich ja richtig gelohnt. Ich sollte mein Gesicht verdecken. Schade, die kommen jetzt auch nicht raus. Hätte ja klappen können. Hat der denn vorhin nicht mit angegriffen? Egal. Sind die alle wieder da, ne? Aber hat nicht gereicht. Das ist das Ding. Okay. Wir haben das hier quasi ready. Müssen wir noch dahin. Hier war es wichtig. So, was will die Olle jetzt hier? Die will bestimmt auch was. Eivor, mein liebstes Muskelpaket. Was geht ab? Ein Nest von Wigmunds Männern. Wir werden es ausleeren. Bis zum letzten Mann? Je weniger Läuse im Busch, desto seltener juckt die Musch. So sehe ich das. Ja. Wie kann ein Superclan beitreten, bist? Wie bist du zu Somas? Ich war schon ewig in Englerland. Lange vor Gudrum, Ivar und Uba. Ich habe unter den Nasen von Sachsen und Dänen Schmuggel getrieben. Ich habe gelogen, betrogen und wurde verprügelt. Mein Leben war nicht leicht. Doch ich habe gelernt, Leid zu ertragen und es wegzulachen. Als Soma mich aufnahm, sah sie mehr als nur die Schmugglerin in mir. Ich konnte mich für mehr als nur mich selbst nützlich machen. In einer Welt, in der niemand Vertrauen in dich hatte. Genau. Und das liebe ich an ihr. Okay.
was hältst du von Somas Antrag? Ja, ich wollte jetzt eigentlich gar nicht. Und Galen? Wir könnten den ganzen Tag reden. Wir beide sollten uns doch... Wir haben ja nicht so viel Zeit. So, jetzt müssen wir nämlich da rein. Aufregend, an deiner Seite zu kämpfen und dich aus der Nähe zu beobachten. Aber nicht zu nah, sonst bekommst du noch blaue Augen oder Beulen ab. Frage ist, ob wir da hochkommen. Ich muss mich in Acht nehmen. Sperrgebiet heißt nie was Gutes, aber gut. Das denke ich auch. Obwohl natürlich nicht. Was? So langsam. So, schnell mal platt machen. Ja. So, ich wollte mich eigentlich nochmal hier die Sachen mitnehmen. Tot die Leutchen. Meine Güte, ihr findet ja gar nichts ab. Aua. Ich brech dir das Rückgrat. Du entkommst nicht, du räudiger Köter. Halt nicht mir, Junge. Easy peasy. Ach, krieg ich ja Folie? Wo ist noch einer? Da. Eine Kiste. Kisten sind immer gut. Da ist ja noch einer. Den müssen wir killen, okay. Da sind noch ein paar mehr. Bam, Ritter. Folgt mir da! Geht echt am schnellsten, ne? Ey, das ist echt brutal, muss man ja sagen. Ich hatte mal Ärger hier von YouTube. Eine große Kiste. Große Kisten sind immer gut. Eine Jägerrüstung. Die müssen wir halt erst noch ein bisschen aufpushen. Und dann müssen wir halt auch Jäger noch ein bisschen weiter skillen. Wo wollte ich denn hier eigentlich noch hin? Ich weiß es gar nicht. Ich wollte so einen Jäger-Dings... Sturzangriff. Ausweichen, so Jäger-Hybrid-Skillung machen.
Notfallzeichen. Halt gedrückt, um einen Gegner zu ziehen, der dich entdeckt hat. So kann er töten und unglücklich bleiben. Ah, okay, das ist auch nicht verkehrt. Haben wir erstmal hier runter. Nummer zwei? Oder waren das die jetzt? Ups, ja, nur verspätet natürlich. So. Ja, schade, aber ich dachte, wir kriegen alle drei hin. Anscheinend nicht. Das waren alle. Easy peasy. Sühnen, leite mich. Guck mal hier mal noch nach der Quest da. Schnell, bevor wir mit der quatschen. Komme ich auch wieder hoch. Eigentlich habe ich da automatisch bin da drin. Wie komme ich denn hier hoch? Ja. Glatt nochmal rein. Tut mir jetzt leid. Aber da war noch nicht drin. Oh, war hier drin. Doch, hier war die eine Kiste. Das haben wir nicht gefunden. Sie wurde wohl verriegelt. Noch ein Buch. Aber jetzt gelernt. Guck mal, was für die andere Hand. Rennen und packen. Halte RT zum Rennen, rampeln gegen Gegner und pack ihn zum Wurf die Kanone gegen. Ja, bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Einen haben wir hier aber noch. Flieg, Freundin. Oder nicht? Oder nicht? Nein, quatschen wir noch mal ganz flott mit der und dann reise ich mal zu dem nächsten. Du hast sehr gut gekämpft, Birna. Ist das deine Art, mir den Hof zu machen? Meine Art was? Ganz ruhig, Dränger. Wir sehen uns in Grantabrück. Okidoki, machen wir. Und ich sag mal, wir sehen uns morgen wieder. Danke fürs Zusehen, bis dahin und tschüss.